Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Vor uns seht ihr die in der letzten Folge gebaute vollständige Eisenschmelze. Alles, was jetzt nur noch fehlt, ist die Wiederverwertung davon. Ich werde den hier nochmal abbauen. Und dorthin setzen. Und dann hätte ich gerne die Fusionatoren. So, ja, sollte es passen. Die kommen dann hier an die Seite. Und da fällt mir gerade ein, ich wollte ja mal die Liste raussuchen. Satisfactory Item Value. So, irgendwo hier ist die Berechnung der Couponkosten. Okay, es lohnt sich jetzt doch, das Zeug zu schmelzen. Weil Eisenerz hat einen Wert von 1. Kupfererz hat einen Wert von 3. Und Kupferbarren haben sogar einen Wert von 6. Das ist mal sehr interessant zu sehen. Eisenstangen haben zum Beispiel einen Wert von 4. Eisenplatten von 6. Katheriumerz hat schon einen von 7. Katerium Barren 42. Das ist eine der teuersten Sachen. Damit 732.956 Punkten Thermal Propulsion Rocket. Nicht schlecht. Die Gasmaske bringt 55.000 Punkte. Das Jetpack 35.000. Computer könnten wir von 17.000, über 17.000. Naja, nicht übel. Hier kommen 60 raus. Also kann ich die alle runtersetzen. Kannst du anfangen. Was auch cool wäre, wenn man zu sehen, so ein Durchschnitt auf die Stunde gerechnet oder so. Aber wir sehen, wir brauchen schon über 1 Million Punkte. Oh, Coupon. Also es ist schon ordentlich, was wir gerade benötigen. So hin. Ich bin so froh, dass die Dinger keinen Strom brauchen. Die verbesserten nicht. Das wäre doch ekelhaft.
Places. 4, 5, 6. Jetzt geht's durchgängig. So können sich die Anlagen hier jetzt Stück für Stück leeren, auch wenn hier jetzt gerade nochmal Nachschub kommt. Die Animation von den Maschinen einfach nur super gut gemacht. Schon mit Blau aufgeteilt. Einfach nur das hier zu beobachten, finde ich schon. Womit ich einfach nur. Ah, mit A kann ich alles. Kann ich alles aus der Hand legen. Okay, dann kann ich das einfach hier ausrüsten. Dann haben wir mal nichts in der Hand. Ja, das heißt, alleine jetzt durch das Schmelzen vom Erz gehen wir pro Erz von einem Wert von 1 hoch auf einen Wert von 2. Also wir verdoppeln jetzt gerade unsere Punkte hier. Also jedes Eisenerz, was nicht dort hinten in den Schredder reingeht, sondern hier, hat die Punkte verdoppelt bekommen. Ich gehe mal ganz kurz hier wieder runter. Und flatter dabei mit dem Arm. Ich will mir was wiederholen, was für den Anfang der Folge und fürs Ende eigentlich ziemlich gut passt. War unser Tässchen. Bei dem brauchen wir nicht mehr. So, vorerst nicht. Und hier, so wie den Wagen, so hätte ich eigentlich auch gerne die Eisenbahn. Von mir aus muss ich die hier in der Ausrüstungswerkstatt oder sowas bauen oder einer anderen Maschine. Aber ich hätte halt gerne eine im Inventar. So, das kommt zurück und das ja auch. So. Mal kurz nach den Tickets gucken. Können wir uns die 7 mal ausdrucken. Nein, nicht hier, sondern hier hin. Dann haben wir noch nicht die Pipeline-Technik. Dann würde ich einfach mal sagen, damit wir mal wieder ein bisschen vorankommen. Ja, gehe ich einmal nach oben. Ja, wir sehen hier geht alles irgendwie zusammen. Auch die Kohle wird benutzt. So, hier haben wir ja den Schredder dran. Würde ich einfach mal sagen, hier ein Fusionator rein. Jetzt vielleicht komisch rüberkommen. Aber wir wollen ja hier unten mit der Zeit alles abbauen.
Dann werde ich jetzt das noch mal aufwerten. Ja, einfach kurz mitfahren. Und da habe ich schon nicht mehr genug. Und zwar, das hier ist ja schon angeschlossen. Und zwar kann ich jetzt beispielsweise hier einen Intelligenten reinpacken. Du verbindest dich dahin und nach rechts kommt nur Überschuss. Und schon wird alles, was hier ein Überschuss produziert wird und nicht dort hinten benutzt wird aktuell, weil hier ja sehr selten nochmal Stallträger ankommen, fährt jetzt alles sehr ruhig nach vorne in den Schredder. Und wir wollen uns noch mal ein bisschen Stahlbeton, weil alleine mit den Frames, den modularen Rahmen, machen wir 408 Punkte pro Rahmen. Dann werde ich jetzt ein bisschen was brauchen, also mache ich das Ding mal halb leer hier. Schlürfen nehmen wir hier in unserem Kaffeetässchen. Da wäre noch Kupfer, was ich theoretisch dort mit anstipseln könnte. Wo wollen wir es nicht dahin? Das ist das beim Kupfer. Und irgendwann wird sowas wie dieses Eisen vorkommen, was ja aktuell hier in die Base eingespeist wird. Es wird halt irgendwann nicht mehr hinterherkommen. Beziehungsweise baue ich dann halt irgendwann einfach die Zufuhr ab. Beispielsweise Quarz. Wenn ich jetzt einfach sage, den hierher und das Quarzförderband anschließen. Das Quarz fährt zwar jetzt hier noch durch, aber wir haben die Quarzhalterstelle oben ans Bahnnetz angeschlossen. Der Miner ist hier nicht mehr dran. Und so kann ich jetzt auch beispielsweise sagen, Kohle, ich bin gleich mit dran. Die Kohle brauchen wir noch fürs Stahl. Ich muss einfach mal gucken, dass ich vorne also die Kohle holen wir ja noch von da hinten. Geht auch hier in unsere Schwefelproduktion. Ja, aber auch schon längst nichts mehr ankommt hier.
sowas hier auch alles Stück für Stück abbauen. Muss man nur hier die Schwefelleitung irgendwie abbauen. Oder ich muss einfach so. Genau, hier kommt nämlich schon kein Quarz mehr an. Mich nur müsste das ja nicht Stück für Stück weggezogen werden. Ne, das war nochmal eine separate Leitung hier. Au. Da. Da war zu lang. Das ist nicht klar. Ja, jetzt haben wir hier die. Ist das eigentlich Quarzsand? Wo wir aus 15-pünktigem Rohquarz, 20 Punkte Silizium oder Silica machen. Also hier Quarzsand. Jetzt hier wunderschön nach oben in den Mühl transportiert wird. Und da können wir dann hier auch zuschauen, theoretisch zuschauen, wie das hier langsam aber sicher transportiert wird. Weg. Und so reinigen wir Stück für Stück die Basis. Ja, die Plattform hier unten werden wir einfach nicht mehr brauchen. Moment. Das geht glaube ich schneller, wenn ich es mit der Hypertube abfahre. Alternativ Stahlkanister. Das ist auch nicht schlecht. Aber Kunststoff produziere ich in Unmengen. Machen wir einfach eine neue Festplatte. Wird schon klappen. Irgendwann kriegen wir mal ein richtig gutes Rezept raus. Wenn ich mich frage, es gibt bestimmt irgendwo eine Liste anhand aller alternativen Rezepte, die man machen kann. Gibt's garantiert. Während wir hier durchfahren, kann ich mir was Neues zu trinken eingießen. Der Trinken ist wichtig und ich tue es im Winter eh viel zu selten. Da sind wir auch schon da. Ich habe was Neues Trinken eingegossen. Hier haben wir ja immer noch unser theoretisches Plastiklager von unserer Schießpulverherstellung. Warte nicht, ob zu viel drin ist. Ich wollte sowieso hierher. Hier haben wir noch unsere Platinen. Und wenn ich richtig liege, da ist so eine Elektroschnecke. Hier ist Gift. Thank you.
hier hinten war unser Barzmeiner. Ah, da sind wir hier hochgeschafft. Es ist definitiv einfacher, hier so von oben abzubauen oder von hinten in Richtung der Basis zu gehen, als andersherum. Sand. Das wäre ein Texturfehler. So, Strom haben wir ja über das. Also kann ich die Strommasten auch immer gleich mit wegreißen. Und hier hinten dann nicht mehr. Den Strom brauchen wir auch noch dort. Ja, nach all den Folgen schalte ich ja mal nach, wo wir jetzt die hier schon vorbeigefahren sind. Ja, du bist ein anderer. Achso. War schon down. Warum ist so ein Spuckvieh? Bitte aus dem Erz hier. Bei dem Licht. Ah, du bist ein Fall. Ja, wir sind voll. Wir müssen die schaffen. Aber wenn ich voll bin, nutzen wir mal unsere altertümliche Methode, um hier voranzukommen. An sich ist das mit der Kabelrutsche ja keine schlechte Methode. Das ist irgendwie cool. Erinnert denn immer an Seilrutsch aus irgendwelchen Parks, den man als Kind ja so gerne gespielt hat. Dass man irgendwann mal runtergefallen ist oder am Ende den Anschlag sehr heftig erwischt hat. Und man es dann doof fand. Ist der Müllcontainer. Und weil ich es ja gesagt habe. Oder was heißt, weil ich es gesagt habe? Das hier wieder rein. Die gelbe Elektroschnicke kommt dann hier hin. Die eine, die wir haben. Wir haben hier noch unseren großen Kanister mit Biotreibstoff. Da ist noch gut was drin. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich verarbeite die ganze, das ganze Alien-Protein. Hier Alien-Überreste mal hinausklappen.
in die DNA-Kapseln wieder. Das ist der Müllcontainer, genau. Dann kommt das einfach dort wieder ran. Und dann verarbeiten wir mal das ganze Alien-Zeug hier. Verarbeiten unsere ganzen schönen Alien-Proteine in DNA-Kapseln. Und generieren damit nochmal einen guten Schwung an Punkten. Was mir auch geradezu einfällt. Das hier? Das kann weg. Die beiden können weg. Dass ich hier mal ein bisschen sortieren kann. Dann sehe ich 81 Schrauben und die Gitterboxen hier können auch weg. Und jetzt können wir nochmal hier in einem Awesome Sink, also dem Awesome Shredder. Mal nachschauen, hier müsste jetzt immer mal, genau, ein Tausender dazukommen. Und jedes Mal, wenn wir die DNA-Punkte zum Kupfer fertig haben, kriegen wir ja auch einen wieder ausgestellt. Das heißt, das Kämpfen lohnt sich halt ordentlich. Die Anlage müsste ich dann halt, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich irgendwo, sage ich mal, wie einen Eingang zu unserer Base machen. Da haben wir wieder einen. Boah, 20.000. Also 20 von diesen DNA-Kapseln. Dass man halt wie so eine Art Eingang hat, weil wir haben ja auch hier den Explorer irgendwo stehen. Ach, Mem, fertig. Und wieder runter. Und dass man sagt, okay, wenn wir irgendwo erkunden wollen, gehen wir dort unten wieder an den Eingang. Und dann wird sowas hier halt wie die Elektroschnecken und die DNA-Kapseln und sowas, wird dann alles gleich verarbeitet. Was haben wir denn Schönes? Wir hätten entweder isoliertes Kabel, beschichtetes Kabel. Es hat mit Flüssigkeiten, also in der Raffinerie. Ja, okay, das ist jetzt nicht mit Flüssigkeit. Aber ja, reiner Kriteriumbarren. Brauche ich alles nicht. Schauen, was wir alles für Sachen rauskriegen. Wie viele Coupons haben wir eigentlich? 117. Dafür können wir uns hier bei den Sonderangeboten auch nicht wirklich was holen. Die 150 wären halt jetzt so das nächste große Ziel. Die Pionierstatue. Die zufriedenstellende. Aber erstmal gehe ich ja dann nach oben. Weil ich will noch die ganzen Hauptleitungen hier abkapseln. Also, es wird dann alles da oben gebaut. Aber fürs Erste ist die Folge mal wieder vorbei. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.